Gut, der Nico Iser ist Amerikaner, das ist kein Nordischer. Oh no, ich stecke das rein. Oh, nein, bitte nicht. Das ist doch cool. Hallo zusammen, ich bin der Sergio und ich wollte mich beklagen über die Vorurteile der Grüezini, die Jubiz von den Zürcher über die Walliser. Hier in Zürich bin ich der Walliser mal wieder Tag abgestempelt. Sag mal Putti-Chifra, sag mal Hürgüt. Das ist für uns Walliser so, wir machen es nicht mehr kehren. Walliser Dialekt ist der schönste Dialekt in der Schweiz. Das sagen so viele Leute. Und wenn ihr nicht versteht, das hat nichts mit uns zu tun, das hat mit auch zu tun. Was ich auch nicht klar habe, ist so die Frage, oh, du bist sicher dem und dem verwandt und Inzucht. Wallis ist halt einfach familiärer, das ist ja so. Aber das heisst nicht, dass jeder mit jedem verwandt ist. Und ja, ich weiß nicht, fließt halt ein bisschen nicht von der Grossstadt. Grossstadt ist halt einfach, ja, niemand kennt niemand. Ist 17.00 Uhr, Tag 4 Abend und dann war es das. Aber im Wallis ist halt wirklich so, da ist 17.00 Uhr, 4 Abend, kommen wir gehen ein Bier gehen. Aber im Wallis ist, hey, da ist man eine Gemeinschaft, da ist das Apero, da ist das eine Kultur. Fast schon Religion. Da geht man in Beiz, vier Abend. Ah, oh, hey, da oben ist der und der, den ich kenne. Hey, so laut, der ist der, den ich kenne. Und schlussendlich ist, egal ob Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, erst 12 Uhr am Abend, man hat einen super schönen Abend. Wir sagen Inzucht, wir sagen gesellige Runde, man kennt alle. Und nachher heisst es nur, ja, arbeitsvoll ist, alle sind nur am Säufen. Und es ist vielleicht so. Wir genießen es aber auch. Es ist nicht, dass der Walliser sagt, oh, ich gehe einfach laufen und Hauptsache hacke dich. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Zelebration. Es gibt so die Standardfluskeln. Kein guter Abend von da mit, ich habe einen super Salat gegessen. Es ist, ich habe eine super Runde gehabt. Und genau das ist das, was wir im Wallis einfach wirklich noch leben. Nach dem Bewerbungsgespräch hat mich meine Chefin gefragt, das war etwa 6 Uhr am Abend. Ah, und kommst du überhaupt noch zurück ins Wallis? Und da wollte ich sagen, ja, wir haben ÖV. Wir haben keine Postkutsche oder was ihr euch meint. Das Wallis ist gut erschlossen. Nur weil zwischen Baren und dem Wallis ein paar Berge sind, hat das nicht heißen, wir sind Hinterwälder. Ihr dürft auch als Ausserschweizer auch im Wallis nicht unwillkommen fühlen. Wenn wir sagen Grüezini oder Ausserschweizer, das ist für uns nicht abschätzig gemeint. Kommt doch mal ins Wallis, es ist wirklich wunderschön. Auch hier hat es Grossstadt. Das Wallis ist so ein bisschen alles unserer Schweiz ausgepickt. Schöne Sachen, perfekt in der Natur kombiniert. Das Beste von der Schweiz, würde ich sagen.